macht ein Feuer und werft Ibrahim hinein, verbrennt ihn zu Kohle und Asche. Das ist grausam. Ja, Nemrut war grausam. Aber man muss auch fragen, was die anderen unternommen haben, als das Unglück geschah. Viele haben nur zugesehen. Einige haben sogar Holz geholt, damit die Flammen noch höher schlugen. Die Eidechse beispielsweise. Nur wenige gute Seelen haben versucht, Ibrahim zu retten, zum Beispiel der Frosch. Er füllte sein Maul immer wieder mit Wasser und spuckte es so lange in die Flammen, bis er erschöpft war. Da lachte die Eidechse und sagte, »Du bist so klein und das Feuer so groß, was willst du denn ausrichten mit dem bisschen Wasser?« Der Frosch entgegnete, »Wenn ich nichts machen würde, wäre ich genau wie du.« Ja, der Frosch war wirklich klug. Wir müssen immer auf unser Gewissen horchen und allen helfen, die in Not sind. Auf einen brennenden Mann schüttet man kein Benzin, sondern man bringt ihm Wasser.